Es gibt ja Themen, da sehe ich sofort, auf welcher Seite ich stehe. Ich scroll durch die Timeline und weiß ganz genau, muss ich mich aufregen oder zustimmen. Aber dann gibt es wieder manchmal Themen, die bei genauerer Betrachtung einfach zu komplex sind, um einfach zu sagen, ich mag es, ich mag es nicht. Und man geht manchmal Lobbyisten oder Interessengruppen auf den Leim, die halt nur die eine oder die andere Seite beleuchten. Und das ist der Fall bei der Frage, sollen die sozialen Medien mehr entfernen und selbst darüber entscheiden oder nicht, oder wer soll es stattdessen machen? Schauen wir uns das mal der Reihe nach an. Wenn ich sage, dass wir mehr gegen Hasskriminalität tun sollten, dann werden die meisten Leute sagen, jawohl, finde ich gut. Wenn ich sage, dass es nicht sein kann, dass ein Präsident zu Hass und Gewalt aufruft und dass man dagegen etwas tun sollte, ja, auch richtig. Oder wenn wir vor fast 5 Jahren mittlerweile einen syrischen Flüchtling vertreten haben, der für Terroranschläge verantwortlich gemacht wurde, die er nicht begangen hat, nur weil er ein Selfie mit Angela Merkel gemacht hat, dann wird man auch sagen, das kann nicht sein, dass solche Verleumdungen auf Facebook stehen bleiben, ohne dass sie dort gelöscht werden, selbst wenn man es an Facebook meldet. Aber dann auf der anderen Seite wird die Frage gestellt, dürfen wir es wirklich Facebook, Twitter, YouTube überlassen, zu entscheiden, welche Meinung erlaubt ist und welche nicht, welche Tatsachenbehauptung verbreitet werden darf oder nicht? Oder sollte das nicht lieber ein Richter machen? Und das klingt so verführerisch, dass man auch sofort Like, mag ich, richtig sagen will, ohne dass man an der Stelle versteht, worauf das hinausläuft, wenn ich sage, die Plattformen dürfen es nicht, wir warten darauf ab, bis ein Richter darüber entscheidet. Denn ein Richter kann zwar einen Angeklagten aburteilen, wenn man ihn hat, aber wenn es ihn nicht gibt, hat er ansonsten auch keine Handhabe, gegen einen Beitrag vorzugehen oder ihn entfernen zu lassen. Und jetzt wird die Sache etwas komplizierter und wir sehen jetzt, es ist nicht einfach getan mit, ich bin dafür oder dagegen, weil wir haben auf der einen Seite Persönlichkeitsrechte und den Schutz der Allgemeinheit vor Hetze und Gewaltaufrufen, wo ich glaube, mittlerweile klar ist, dass wir dort ein Rechtsgut haben, was es wert ist, verteidigt zu werden. Auf der anderen Seite aber haben wir die Meinungsfreiheit oder die Redefreiheit. Und das sind zwei unterschiedliche Sachen, was wir auch gleich sehen werden, die es ermöglichen soll, dass nicht bestimmte Meinungen unterdrückt werden. Schauen wir uns die Sache zunächst einmal von der juristischen Seite an. Danach können wir uns überlegen, was rechtspolitisch eigentlich gewollt ist. Ich versuche jetzt also zunächst einmal juristisch darzustellen, wie die Rechtslage ist, und zwar in Deutschland einerseits und andererseits, was nämlich das Dilemma ist, in anderen Ländern, in Amerika oder in den Geschäftsbedingungen der verschiedenen Plattformbetreiber. In Deutschland haben wir in Artikel 5 die Meinungsfreiheit. Und die Meinungsfreiheit unterscheidet sich von der Redefreiheit, der Freedom of Speech in Amerika. Das ist ein wichtiger Punkt, den man vorher wissen muss, denn wir schützen in Deutschland nicht jede Äußerung, sondern nur die Äußerung, die eine Meinung darstellt. Meinungsfreiheit, Artikel 5. Dass sie begrenzt ist, dazu kommen wir auch noch, aber zunächst einmal beginnt der Schutzbereich von Artikel 5 erst dann, wenn ich nicht eine Tatsachenbehauptung, sondern eine Meinungsäußerung habe. Und diese beiden Bereiche sind voneinander zu trennen, was schwierig ist. Denn am Ende kommt es in den meisten Fällen darauf ab, diese Abgrenzung richtig durchzuführen. Habe ich eine Meinungsäußerung, dann genießt sie einen wirklich großen Freiraum. Oder habe ich eine Tatsachenbehauptung, die genießt überhaupt keinen Freiraum, wenn sie beispielsweise geeignet ist, einen anderen verächtlich zu machen, als üble Nachrede oder Verleumdung. Die Amerikaner hingegen sehen das anders. Die Amerikaner haben gesagt, Freedom of Speech, wir schützen jede Äußerung. Und Äußerung ist sowohl die Meinung als auch die Tatsachenbehauptung. Und das ist ein fundamentaler Unterschied zwischen den angloamerikanischen Rechtsordnungen, die also die Äußerungs- und Redefreiheit sehr breit sehen, und der eher kontinentaleuropäischen und deutschen Sicht, die eben nur die Meinung schützen will. Und an der Stelle unterscheiden sich auch die Geschäftsbedingungen von einem Facebook ganz erheblich vom deutschen Recht. Denn nach den Gemeinschaftsstandards von Facebook ist es absolut in Ordnung, falsche Nachrichten oder sogar falsche Behauptungen über eine andere Person zu verbreiten. Kann das wirklich sein? Ist in Amerika üble Nachrede nicht strafbar? Doch, ist sie, aber nur dann, erstens, wenn sie sich auf eine Person bezieht und zweitens, wenn der Täter in bösen Willen oder Absicht gehandelt hat, bad faith, bösgläubig war. Das heißt, er muss gewusst haben, dass das, was er verbreitet, falsch ist. Hat er geglaubt, dass das stimmt? Oder kann man ihm nicht nachweisen, dass er in böser Absicht gehandelt hat? Dann macht er sich nicht strafbar. Und das ist ein riesiger Unterschied zwischen der amerikanischen und der deutschen Sicht auf Persönlichkeitsrechte. Während wir in Deutschland also sagen, du machst dich strafbar, wenn du nicht nachweisen kannst, dass das, was du über den anderen behauptest, wahr ist,
sagen die Amerikaner, im Zweifel für die Freedom of Speech. Und da treffen jetzt zwei unterschiedliche Wertungssysteme aufeinander. Und die Amerikaner können kaum nachvollziehen, dass wir ständig üble Nachrede brüllen und die Entfernung von Verleumdung verlangen, während in Amerika das von der Magna Carta nicht, sondern Bill of Rights geschützt ist. Und gerade bei Donald Trump war es so, dass er nicht nur Beleidigungen verbreitet hat, die wären auch in Amerika strafbar, sondern eben auch falsche Behauptungen, nicht nur über wissenschaftliche Fakten, sondern auch über andere Personen, was in Deutschland und in Europa gelöscht werden müsste. So, jetzt haben wir zunächst mal dieses Dilemma, dass das deutsche Recht anders ist als das amerikanische und das Verständnis der amerikanischen Unternehmen. Und da wurde dann mit großer Diskussion und sehr umstritten in Deutschland das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, damals vom Justizminister Heiko Maas verabschiedet, was vorsah, dass deutsches Recht durchgesetzt werden soll. Und das ist eigentlich zunächst mal ganz harmlos, denn deutsches Recht, warum soll das nicht gelten? Wir müssen uns ja mal fragen, soll jetzt das Grundgesetz gelten oder wollen wir lieber nach den Gemeinschaftsstandards von Herrn Zuckerberg leben? So war es also zunächst einmal ein richtiges Ansinnen mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das deutsche Recht auch tatsächlich durchzusetzen. Denn das NetzDG hat keine zusätzlichen Löschungspflichten installiert, als die, die ohnehin schon im Gesetz vorhanden waren, also beispielsweise Beleidigung, üble Nachrede, Verleumdung oder Volksverhetzung und ein paar weitere. Die Schwierigkeit an der Stelle war jedoch, dass die Entscheidung darüber ja von irgendjemandem getroffen werden muss. Stellen wir es erstmal ganz neutral dar. Das müssen also Menschen entscheiden und da sagten die einen, das darf Facebook nicht selbst machen. Die haben schon gezeigt, dass sie dazu nicht in der Lage sind. Das sollte lieber der Staat machen. Da kann man sich fragen, ist das eine gute Idee, wenn nicht Facebook die 7000 Content-Moderatoren einstellt, sondern der Staat, der dann die Sachen entfernt. Das NetzDG war an der Stelle schon recht defensiv und hat gesagt, bevor etwas entfernt wird oder bevor für die Nichtentfernung ein Bußgeldbescheid ergeht, muss zunächst einmal ein Richter am Amtsgericht Bonn darüber entscheiden, ob das wirklich ein rechtswidriger Inhalt war. Ein ziemlich aufwendiges Verfahren, aber wir haben gesagt, zugunsten der Meinungsfreiheit sollte man es nicht allein den Plattformen überlassen. Was man aber damals vergessen hatte, im Grunde genommen, weil man nicht die Zeit hatte, man hatte genau gewusst, dass das noch reingehört. Der rechtspolitische Sprecher der SPD hatte noch in der letzten Bundestagssitzung gesagt, sobald wir wieder zusammenkommen in der neuen Legislaturperiode, die jetzt auch schon fast vorbei ist, müssen wir dafür sorgen, dass ein Recht des Users auch verbrieft wird in einer vertraglich zulässigen Form, dass er die Wiederherstellung seiner vielleicht gelöschten und ohne Rechtsgrund gelöschten Inhalte wieder durchgesetzt werden können. Denn das war eine Schwäche des NetzDGs. Es hatte den Schwerpunkt darauf, Inhalte zu entfernen, aber nicht darauf, eine Balance zwischen Meinungsfreiheit und dem Schutz von Persönlichkeitsrechten herzustellen. Dazu gab es einen Entwurf von der jetzigen Justizministerin Lambrecht. Da gab es das Gegenvorstellungsverfahren, was eigentlich sogar ganz gut ausgestaltet war. Es sah also vor, dass derjenige, dessen Inhalt gelöscht wurde, eine Möglichkeit hat, dagegen vorzugehen mit dem Gegenvorstellungsverfahren. Und die Plattformbetreiber mussten den Aufwand betreiben, diese Verfahren durchzuführen. Tun sie es nicht, riskieren sie wieder Bußgelder. Also so gesehen eigentlich eine gute Idee. Allerdings hatte man damals vielleicht auch im Eindruck des Lübcke-Mordes zusätzlich auch noch eine weitere Verschärfung der Rechtsverfolgung in das NetzDG aufnehmen wollten, nämlich die Anzeigepflicht, dass also rechtswidrige Inhalte auch an Verfolgungsbehörden gemeldet werden müssen, was sicherlich zu einer effektiveren Verfolgung führt, aber wiederum natürlich auf der einen Seite zulasten der Meinungsfreiheit einzahlen könnte. Jedenfalls gab es Bedenken und der Bundespräsident hat die Ausfertigung dieses Gesetzes nicht vorgenommen und das führte leider dazu, dass auch der Teil, der eigentlich die Meinungsfreiheit stärken würde, jetzt auf Eis liegt. Und mittlerweile ist die Diskussion vielleicht gar nicht mehr auf einer nationalen Ebene, weil wir den Digital Service Act jetzt in der Diskussion haben. Jetzt kann es also auf europäischer Ebene in den nächsten Jahren diese Diskussion geben, löschen wir nicht. Das heißt, die Diskussion, die wir jetzt hier führen, ist keine, die in den nächsten Tagen im Bundestag entschieden werden würde. Es wäre schön, wenn wir das, was im Bundestag schon entschieden wurde, nämlich die Änderung, die Anpassung des NetzDGs mal durchbringen würden, vielleicht bereinigt um den Teil, der so umstritten ist und dazu führt, dass sowohl die EU-Kommission Bedenken gegen das deutsche Gesetz hat, als auch der Bundespräsident, weil hier tatsächlich verfassungsrechtliche Grundsätze möglicherweise verletzt worden sind. Kommen wir wieder zurück zu der
Ausgangsfrage. Also wir wollen schon, dass die Netzwerke rechtswidrige Inhalte entfernen. Die strittige Frage ist allerdings, wer soll darüber entscheiden? Und eine Lösung kann eben sein, die Plattformen sollen es entscheiden, aber diese Entscheidungen sollen überprüft werden durch staatliche Gerichte. So kann es funktionieren. Was nicht so besonders gut funktioniert ist, wenn man sagt, jede Entscheidung soll erst vor Gericht geführt werden. Wenn ich nämlich sage, ich lösche etwas erst dann, wenn der Täter ermittelt wurde, vor Gericht gestellt und abgeurteilt wurde, dann stehen diese Sachen mit Sicherheit sehr lange online. Und in den Fällen, wo jemand anonym auftritt, wo also ein Täter gar nicht ermittelt werden kann, werden sie für immer dort stehen. Das kann auch nicht im Sinne des Erfinders sein. Wir haben ein neues Problem, nicht erst seit Trump, aber da ist es besonders sichtbar geworden. Es gibt Inhalte, die sind geeignet, eine Demokratie zu gefährden, ohne dass sie eine üble Nachrede oder Beleid oder Verleumdung darstellen, ohne dass also eine Strafbarkeit nach den deutschen 186, 187 StGB gegeben wären. Und da stellt sich die Frage, brauchen wir zusätzliche Rechtswidrigkeiten? Sollen Falschinformationen eigentlich verboten werden? Gerade in der Corona-Debatte haben wir das ja sehr häufig, dass Sachen verbreitet werden, die eklatant falsch sind, beispielsweise über die Impfstoffe. Da gibt es Meinungen einerseits, aber teilweise eben auch falsche Tatsachenbehauptungen, die sich durch Beweise widerlegen lassen oder die einfach unbewiesen sind und einfach in den Raum gestellt werden. Sollte so etwas entfernt werden oder gar unter Strafe gestellt werden? Der Gesetzgeber ist da sehr, sehr vorsichtig. Es gäbe zwar über das Ordnungswidrigkeitengesetz eine Möglichkeit, gegen Falschinformationen vorzugehen. Es wird aber in der Praxis so gut wie nie durchgesetzt. Und bisher traut sich kein Politiker so richtig ran, weil die Diskussion, die dann natürlich käme, ist, wer entscheidet denn, was richtig und falsch ist? Gibt es dann ein Wahrheitsministerium, wie in den Büchern aus dem letzten Jahrhundert von George Orwell? Wollen wir wirklich Desinformation unter Strafe stellen oder reicht es nicht aus, mit Faktenfindern und Füchsen und Informationen darüber aufzuklären? Ist es naiv zu glauben, naja, dann sagen wir den Leuten einfach, was die Wahrheit ist und dann werden wir damit die Falschinformationen schon bekämpfen? Das ist eine politische Frage, aus der ich mich an dieser Stelle raushalten will. Fakt ist aber, dass die juristische Seite momentan keinen Schutz vor Desinformation vorsieht, keinen wirksamen jedenfalls. Und wenn man jetzt sagen würde, Plattformen sollten bestimmte Inhalte löschen, dann muss man sich überlegen, sind es nur diejenigen, die jetzt schon rechtswidrig sind, so wie es das NetzDG vorsieht, oder will man darüber hinaus zusätzliche Pflichten statuieren? Die Sache ist kompliziert und deswegen ist es wichtig, dass man immer weiß, geht es gerade nur um die Durchsetzung des bisherigen Rechts oder versucht jemand, das Recht in die eine oder andere Richtung zu verschieben? In die andere Richtung, also in die Richtung von mehr liberaler, libertärer Freiheit, würde bedeuten, hey, lasst uns doch solche Straftatbestände wie den 130 StGB einfach abschaffen. Es gibt einige, die sagen, warum müssen wir eigentlich die Leugnung des Holocaust unter Strafe stellen? Warum soll es verboten sein zu sagen, ich hasse alle Juden, wir sollten sie alle vergasen, denn das ist verboten. Gilt aber nicht nur für Juden, sondern in Deutschland auch, wenn ich sage, lasst uns alle Politiker an die Wand stellen und erschießen. Muss das verboten sein oder muss das eine Gesellschaft aushalten? Politische Frage. Juristisch gesehen ist es im Augenblick so, dass der 130 StGB den Aufruf zu Hass oder Gewalt gegenüber einer bestimmten Bevölkerungsgruppe unter Strafe stellt. Und da sind wir in Deutschland auch ein wenig strenger als manche andere Länder, denn während andere Länder nur bestimmte Bevölkerungsgruppen, die aufgezählt werden, weil sie eben typischerweise Opfer von Diskriminierung sind, gelten in Deutschland Volksverhetzung für jeden Teil der Bevölkerung, der identifizierbar ist. So ist es also möglich, in Deutschland wegen Volksverhetzung sich strafbar zu machen, wenn man sagt, alle Tierärzte sollten geschlachtet werden oder alle Metzger oder alle Politiker, Journalisten oder was auch immer, solange sie abgrenzbar sind, wer also dazugehört, wer nicht. In anderen Ländern ist eine Diskriminierung nur für bestimmte Gruppen, zum Beispiel aufgrund sexueller Orientierung, Religion, Herkunft oder Rassenmerkmalen möglich. Und andere Gruppen können beliebig verleumdet oder zu Hass aufgestachelt werden. Auch das also eine Frage, brauchen wir mehr oder weniger gesetzlichen Schutz? Und die nächste Frage dann ist, wollen wir den in sozialen Plattformen umsetzen. Ja, sorry, schön, dass ihr bis dahin noch zugehört habt. Ist eine komplizierte Fragestellung, aber immer dann, wenn also jetzt ein Politiker dazu aufruft, entweder mehr für
Regulierung der Plattformen zu tun oder es zu verhindern, sollte man sich überlegen, wo ist man gerade unterwegs, und vielleicht kann ich an der Stelle einen kleinen Beitrag dazu leisten. Dankeschön.